In diesem Video schauen wir uns die neue SBC zu Flashback Ben Arfa genauer an. Viel Spaß! Ben Arfa ist Franzose und spielt für Bordeaux in der Ligue 1. Er hat nice 5 Sterne Skills und dazu 4 Sterne Weak Foot. Dazu hat er die Arbeitsraten mittel gering. 90 Antritt ist für einen 10er ziemlich gut. Die Sprintgeschwindigkeit könnte jedoch etwas höher sein. Genau wie der Abschluss, der nur bei 79 liegt. Das ist für so eine Karte nicht wirklich gut. Die anderen Schusswerte sind noch okay. Die Passwerte sind dafür deutlich besser mit 91 Übersicht und 85 kurzer Pass. Bei den Dribblingwerten ist der Dribbling-Stat und der Ruhe-Stat gut. Jedoch könnte die Beweglichkeit für einen 10er höher sein. Auch die Reaktion ist nicht wirklich gut. Dazu hat Ben Arfa noch 77 Stärke. Als Chemistry Star würden wir einen Finisher nehmen, wenn du ihn auf der 10 spielen willst. Der Abschuss muss aber noch stark verbessert werden und auch die Beweglichkeit wird hier noch enorm verbessert. Wenn du ihn auch auf dem Flügel spielen möchtest, würden wir einen Engine nehmen. Hier wird das Tempo noch gepusht, dazu die Dribbling-Werte und auch die Passwerte. Als Franzose aus der Ligue 1 ist er gut in ein Team einzubauen und hat sehr viele grüne Links, wie zum Beispiel Awar Freeze, Mollet, Ben Yedda und viele weitere. Für die SBC hast du noch 7 Tage Zeit, du musst ein Team abgeben. Die SBC wird so um die 200.000 kosten. Ähnliche Werte auf der 10 haben generell Bernardo Silva Freeze für 580.000, dieser ist jedoch beim Dribbling und Abschluss nochmal deutlich stärker. Auch die Freeze SBC von Serge Gnabry war ähnlich, dieser hat 240.000 gekostet oder Julian Brandt in der Live-Version für 100.000. Aus der Ligue 1 gibt es auf der Position zum Beispiel Mollet, den einige von euch sicher abgeschlossen haben, Draxler Live für 50.000 und auch die Freeze-Karte von Awar ist sehr ähnlich. Dieser hat damals 130.000 gekostet. Auch er hat insgesamt bessere Werte. Sollte man die SBC also eher machen oder lassen? Wir würden eher lassen sagen. Ben Arfa mit den 5-Star Skills sicherlich eine nice Karte. Jedoch sind Werte wie Abschluss, Sprintgeschwindigkeit und auch die Arbeitsraten nicht wirklich gut. Dazu ist er einfach ein bisschen zu teuer. Vor allem wenn du Awar und oder Mollet gemacht hast, lohnt sich diese Karte für dich nicht wirklich. Was sagst du zu dieser Karte? Schreib uns deine Meinung gerne in die Kommentare und lass ein Like und ein Abo da, wenn dir das Video gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.